Liebe Leute, willkommen zurück zu The Council. Ich habe mich gerade nochmal abseits der Aufnahme über Übersetzung und den Umgang mit Geschichte ausgelassen. Werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich hätte die Aufnahme einfach laufen lassen sollen. Das tut mir leid. Was ich euch aber mitgeben möchte, Schlüssel mit Erzsymbol, sehr gut. Da haben wir doch schon einen gehabt, ne? Was ich euch mitgeben möchte, denkt bitte immer dran, Geschichte ist niemals festgeschrieben und niemals, wie sie zu sein scheint. Es ist wichtig und notwendig, immer wieder zu hinterfragen und vor allem das zu hinterfragen, was vermeintlich in Stein gemeißelt zu sein scheint. What is that? Looks like a sort of opening mechanism. Na, das Schloss schneidet mir aber jetzt nicht die Hand ab, oder? Erstmal analysieren. Knowing Mortimer, I bet it's booby-trapped. Booby-trapped. There's a little hole at the fingers. I'm pretty sure if I get it wrong, I'll get pricked. Damn you, Mortimer. Reminds me of traps I studied in Egyptian tombs. Dann wollen wir ihn doch mal untersuchen. Knowing Mortimer, I bet it's booby-trapped. Achso. There's a little hole at the fingers. Yeah, yeah, yeah. I'm pretty sure if I get it wrong, I'll get pricked. Damn you, Mortimer. Reminds me of traps I studied in Egyptian tombs. Analysieren, meine ich. Knowing Mortimer, I bet it's booby-trapped. Hä? Aber es kommt doch selber raus. There's a little hole at the fingers. Ich wollte gerade sagen, I'm pretty sure if I get it wrong, I'll get pricked. Damn you, Mortimer. Reminds me of traps I studied in Egyptian tombs. Ja, und jetzt kann ich es einfach drücken, oder wie? Oder vermeidet er das jetzt? Scheinbar. Aha, oh, das Blut. Aber das Rätsel war richtig. Es war der König, der bestraft gehörte. Der Mann und nicht die Frau. Godoy und you can't be serious, Manuel. You know that's not going to happen. You must leave me alone now. I have agreed to everything. Even to agreed? I wasn't aware you had a choice. What's going on here? What now? What else must I do to win back my freedom? Obey me. Now get out! What was that? That's the third time in 3 days. Nom nom nom. Was in den Ärmel schmieren. Du bist scheinbar nicht freiwillig da. Let's see if you're in there, Mother. Aber da sind auch Fingerabdrücke, die, wenn die Mutter die Hand verloren hat, werden da ja wohl kaum Fingerspuren. Naja. Wer weiß das schon so genau? Bernstein! A fragment of amber. Lecker, lecker. Bandages? Someone's been patching themselves up. Looks like my mother took advantage of being in hiding to change her bandages, huh? This is silk. She must have used her own clothes. These bandages are pretty basic. She'll be lucky if she doesn't get an infection. There are patches where the blood isn't totally clotted. That's a good sign, right? She changed them recently.
which proves she's still looking after herself and still believes in her chances. Well, I'd love to tell her to keep hanging in there. Ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man das noch tun sollte. Was ist denn das immer? Immer kriegt der Nebenwirkung von dem Honig oder was? Zu viel Zucker ist nicht gesund, Kinder. Eine Münze. Ein Bediensteter. Mit einer schwarzen Maske. Also einer, der direkt Lord Mortimer unterstellt ist. Das war zumindest bisher die Verknüpfung. Now what's happened? Na Louis, was los? Don't move. Wait, I'm not armed. Who are you? Good God, Mother, what have Tell me who you are! Die Mutter. Oh, und das ist das Ende des Kapitels. Ah, wie passend. Wie passend. So, erfolgreich. Ich habe die Unterhaltung zwischen Piaggio und von Wöllner belauscht. Ich habe den Eingang zur Krypta geöffnet. Ich habe meine Mutter in der Krypta gefunden. Ich hätte Piaggi davon überzeugen können, alternativ einige wichtige Informationen preiszugeben. Ja, und ich hätte Peru dazu bringen können, mir zu vertrauen. Ja, hat nicht so gut geklappt, glaube ich. So, Nele weist mich gerade darauf hin, wenn du mehr als 4 Substanzen, vermutlich 4, in einem Abschnitt zu dir nimmst, ist er berauscht. Schau mal ins Menü, wenn so ein Effekt angezeigt wird. Ah, okay. Danke für den Hinweis. Okay, muss ich da mal nachschauen. So, Peru, das hätte ich natürlich irgendwie spannend gefunden. Wegen der historischen Verknüpfung, aber das hat leider nicht geklappt. Piaggi, ja, okay. So, Gegenstände, ja, weiß ich nicht, diese Übersicht, ob die so viel bringt. Aber damit ist die zweite Episode vorbei, Leute. Das ist das Ende der zweiten Episode. Cool. Tja, die Folge ist jetzt nicht so furchtbar lang geworden. Aber ich würde sagen, da beende ich die Folge dann auch. Und vielleicht auch den Stream für heute, muss ich mir gleich nochmal überlegen. Das noch lohnt, so richtig weiter reinzuspielen. Aber es geht dann weiter am Sonntag im Stream auf Twitch mit The Council. Ich bin nach wie vor begeistert, muss ich sagen. Ich finde es ganz cool. Vor allem, dass es verschiedene Ansätze gibt, verschiedene Abläufe, die sich sehr unterscheiden. Haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Sowas mag ich sehr gerne. Und dass die Dialoge irgendwie auch eine Rolle spielen. Offenbar zumindest. Na gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat, so sehr wie es mir gefallen hat, dass meine historisch angehauchten Rants euch ein bisschen unterhalten haben oder ihr da irgendwas draus ziehen könnt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann. Euer Jan.